Ja, irgendwie zeigt uns das so an, dass wir auf dem Hof irgendwie übelst viel Getreide haben. Ja. Warum verkaufen wir den Scheiß nicht? Ne, können wir machen, aber was ist denn das? Muss jetzt aus mit dem koppeln. Also wir haben hier auch noch einen Hänger stehen bei mir auf dem Feld, da ist so ein bisschen was drin. Ja, ich würde. Schaffe ich dann noch weg. Liegt das Zeug dort einfach rum oder was ist das? Silo ist es. Silo. Also wir haben übelst viel Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Körnermais. Das macht den Hänger erstmal voll, bringt den Scheiß weg. Ja, dann mache ich den anderen Unfall. Sachen hast du immer irgendwas zum Wegbringen. Aber wo kommt das her? Das ist schon Vorrat, den du am Anfang schon hast. Ich habe jetzt Weizen geholt, den bringe ich jetzt. Wie ich den hin? Das wird am meisten Kohle bringen, oder? Dorfgetreidespeicher. Das ist gerade viel. Ist der? Ach ja. Immer so weit weg. Also hier neben den Tanks, da musst du drunter fahren oder das Ding, gell? Ja. Das waren 78% von dem Hänger jetzt hier. Okay. Das heißt, bin ich Ja. wieder in drei Autos reingefahren. Ah, ich muss den Hänger erstmal leer machen. Toll. Getreide. Und Getreide kriegt man am besten los im in der Mühle, nee, im Dorfgetreidespeicher. Hast du nicht gerade Gerste? Weizen habe ich ja gerade geholt. Nee, auf meinem Hänger ist noch Zeug drauf. So. Fährst du gerade zum Dorfgetreidespeicher? Ja. Gut. Bin schon fast da. Ach, dort oben ist er. Oh, jetzt gibt's Fett. Alter. Naja, Naja. bin ich wieder plus. 3.900, wie viel Geld hast denn du? 725. Okay. Aber wenn man ja ein bisschen Zeug wegbringt, dann. Du musst da hinfahren auf die Rampe oben. Jo, dann bei mir war es eh, keine Ahnung, was du da drücken musst. Ja.
Volljahr ist drauf. Üd. Toll, hat euch was gebracht. Schon wahrscheinlich, ja. Drop auf meine Steine gewesen sein. Ja, 1000. Ich habe jetzt nochmal. Ich habe jetzt 1230. Ich habe 1700 jetzt insgesamt. Mal sehen, was ich als nächstes hole. Vor allem die Kohle, die ich jetzt habe, die ist ja nachher wieder weg. Ja, also was viel. Achso, ne, die kannst du mir ja schicken und dann. Jetzt haben wir da gleich Schulden ab. Ah, hier oben steht das ja, Hofsilo, was wir alles haben. Ja, deswegen, da habe ich Wir das ja haben gesehen. 7000 Tonnen von den Bohnen oder was das sind und die kosten 1400 zurzeit in der Mühle. Da kriegen wir ordentlich Fett. Ja, ich lade die gerade auf. Mein das Hänger ist 98% voll, ich bring das Zeug jetzt weg. Ja, mach mal. Ich nehme dann Wo gleich ist das andere. Mühle? Mühle, ja, die ist südlich. Dort. Und mal zur Mühle. Da hol ich gleich den nächsten Shit, dann machen wir jetzt mal ordentlich Kohle. Dann darf es noch nicht vergessen, rüber zu transferieren. Ja. Ah, da können wir vielleicht auch unsere Strohballen und so verkaufen, was wir schon haben, oder? Ja, die würde ich eigentlich behalten. Ja. Höchstens, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, den Mais zu behalten, dass wir damit Silage machen für die Viecher gleich. Ja. Muss ja dann theoretisch nur in den Mais, obwohl ihr damit das. Ne, da muss ja das hier Hexe da. Hexe-Mais muss ihr da ja ins Silo reinschütten. Was aus dem Häcksler rauskommt. Okay. Und nicht den Körnermais. Den kleinen Körnermais, den kann man auf den Club. Ja. Ich habe jetzt erstmal ja Gerste. Jo. 83%. Machen wir die Plane zu, damit jeder sieht, was wir wertvolles rumtransportieren. Oh, Alter, wenn der Hänger voll ist, dann macht er ja ganz schön Mucken Berg hoch. So, ich das auch mit meiner kleinen Gräbe. Ja, stimmt, du hast ja noch kleiner. Doch, ich glaube, der ist noch ein bisschen kleiner, oder? Ja. Gewicht ist, glaube ich, viel zu schwer für die Kiste. Das Abladeding. Ah, scheiße. Bahnhof ist. So, kippen wir mal aus. Boah. 3800. 3100. Wolf, was jetzt passiert? Jetzt gibt's leider richtig Fett. Jo, jetzt kommt's hier Überfluss. Alter, Fett. 8, 9. Ah, scheiße. Also, wir müssen unbedingt Sojabohnen anpflanzen. Ja. Ich zahle gleich mal 5.000 zurück, mehr kann ich nie zurückzahlen. Ich habe jetzt 8.006. Okay, wenn du mir die auch noch gibst, dann können wir nochmal 10.000 zurückzahlen. Kleinscheiß. Kann ich dir die geben? Na, bei Escape und dann dort, wo die Geldübersicht ist, glaube ich. Geht doch irgendwie nicht. Kann ich nicht machen. Muss ich dir selber holen. Kartenübersicht. Nee, kann ich ja nicht. Ich sehe, dass du 8600 hast, aber und rechts daneben hast du doch Kohle. Ja, plus 10.000 und sowas. Kann ich auch nicht drauf. Okay, warte mal. Schick mal meinen Namen an und dann. Und dann? Zieh mir mal Kohle ab. Kann ich nicht. Ich kann dir nur Geld geben, dich kicken oder bannen. Okay. Warte mal, das muss ja irgendwo was gehen. Separates Konto aus. Sind die 8000 werden weg nachher? Scheiße. Jetzt habe ich null.
Jetzt habe ich 12.000. Also haben wir jetzt alle zusammen ein Konto. Das ist viel besser, oder? Ja. Denke auch. Jetzt zahle ich gleich mal zurück. Zack, zack. Alter, mein Traktor ist sogar von innen dreckig. Ja, Und meiner wie die auch, Sau. die Fußabdrücke und so, ne? Am Fenster, daneben die ganzen Halterungen am Fenster, die sind alle dreckig, als ob da drinnen einer mit Schlamm alles eingeschmiert hat. So, was haben wir denn noch hier? Raps haben wir noch. Raps. 6.000. Füllen wir mal auf. So, wo bringen wir Raps am besten hin? Raps. 1.100 im Getreidespeicher. Dann ab und schon wieder zum dritten Mal zum Getreidespeicher. Körnermais ist es jetzt. Mach mal Sonnenblut. Gar nicht mehr durch. Mais Mutti. Aber siehst du, jetzt hat sich schon wieder gelohnt, dass wir zwei Hänger haben, weil sonst wird es jetzt hier ewig rumhantieren. 1200 für Sonnen. Transport. Hätten wir das eher gewusst, Mensch. Hätten wir keinen Kredit Ich hab getraut. da so dran gedacht, gerade das Auto her. Alter, die scheiß Transportfirma, die ist ja am Arsch der Welt. Transportfirma, Alter, na eben. Aber kannst du nicht mit dem Zug was hinbringen? Von unten? Vom Güterbahnhof? So, jetzt hin hier. Kannst du auf den Zug laden und dann mit dem Zug. Achso, du fährst ja jetzt quer rüber, ist einfacher. So, wieder, muss er auch wieder Geld bezahlen, damit ja. Das. Ja, und es ist so einfacher. Ja, hast du die Brücke mal gesehen? Ja. Oh. Das ist also der Holzsteg da. Ja, ja. Ja. Boah, jetzt hier schön durch. Jo's. Ja, was ist das? Na, Feld ist es nicht richtig. Durch Wurst. 6.500 hat uns das wieder gebracht, ja. Ist nur noch Körnermeister. Okay, dann schaffe ich auch kleiner weg. Ups. Vor allem, ehe wir dann so viel Kohle haben, dass wir ja mal ein bisschen Forst machen können. Ja, so ein ordentlicher Harvester kostet schon was. Deswegen. Ja, den brauchst du ja nicht mal unbedingt, wir brauchen so eine. Ja. So eine Schrotkiste, die Baumstämme klein macht. Ja. Kannst du das, die Sägespäne dann wegbringen oder so? Ich habe mir im Einzelspieler habe ich mir so ein Mini, also wie du bei Battlefield 3 fahren konntest, für so ein Ding. So ein Mini-Kompaktlader geholt mit Baumsäge drings vorne dran. Da fährst du mit dem Ding an den Baum ran und machst dort einen Baum nach dem anderen nieder. Ja, ich weiß. Du kannst ja, wenn du hier diesen Schredder-Dings hast, dann kannst du die auch absägen, die Bäume, dann schneidest du ein kleines Stückchen, sodass du noch hochheben kannst und dann kannst du die da reinschmeißen. Ah. Kleine Baumstammstückchen kannst du hochheben. Körnermais. Körnermais. Also, was war denn jetzt das Symbol für Körnermais? Mais. 700. Bei der Transportfirma. Ich viel. Ich komme mit rüber. Mais brauchst du, kannst du wirklich nur machen für drei Häcksel halt für Silo. Ansonsten macht das ja keinen Sinn, dass wir erstmal vorbeifahren. Ja. Stimmt, ja, ist genau der Zug. Mir zeigt es links irgendwie keine Dinger mehr an, was ich machen drücken muss. Okay. Das kannst du darüber einstellen oder müsste es eine allgemeine Einstellung, die ich machen muss? Ich habe hier außerdem was. Hilfefenster aus. Ah, jetzt ist es da. Wie viel haben wir jetzt gekriegt? 5.700.
Mann. Ich hab grad wieder einen Hänger abgehangen während der Fahrt. Alter. Kann man nur so blöd sein. Ich hab keine Hupe. Geht das nicht? Zeigt mir auch keinen Hubknopf an. Okay. Das ist bei mir RB und A. Aber das hilft ja nie weiter. Nee. Nein, nein, nein. Mit A koppel ich sonst auch immer die Hänger und sowas an. Hm. Ich würde gerne Hänger abkuppeln. Lass ich's. Naja. Wie viel haben wir jetzt noch Kredit? Na, guck ich gleich. Wenn ich hier meins abgegeben habe, guck ich mal, wie viel wir jetzt hier gut gemacht haben. Brauchen wir noch ein bisschen Kohle für die laufenden Kosten, gell? Ja. Ja, da belasse ich das Gelumpe, was ich jetzt wirklich geschafft habe. Also wir haben jetzt 3.800 und Kredit haben wir nur noch minus 150.000. Ach, nur noch. Also mehr, aber da haben wir trotzdem jetzt schon mal 50.000 bezahlt mit dem Zeug. Ja. Das ist schon mal nicht verkehrt. Sehe ich auch so. Ach ja. So, wie spät haben wir es jetzt? 41. Zeit verpetzen. Ja. Ja, da fahre ich jetzt noch zurück und dann höre ich auf. Ach, hier ist eine Biogasanlage. Mhm. So, da können wir auch Mais und sowas hinbringen. Ne? Jo. Aber wenn die so schlecht bezahlen, haben sie Pech. Was wir auf jeden Fall noch rauskriegen müssen, wo man den Traktor sauber machen kann. Das sieht ja aus. Ging. Extra einen Kercher kaufen. Ja, das kann natürlich sein. Ja, vielleicht steigert sich ja der Wiederverkaufswert, wenn man den Traktor sauber macht. Mal hier bei Zubehör oder sowas gucken. Sonstiges. Ja, das ist Walzer. Hm. Muss doch noch was gehen. Zierbare Objekt. Heizkraftwerk. Silo. Q
Kühle, Mist, Strom. Ja, und Windkraft, eine Windkraftanlage bringt 1000 Euro pro Stunde. Okay, wo hast du die gefunden? Kostet 1,2 Millionen. Alter. Bei platzierbaren Objekten. Ziemlich klar. Ah, hier, Kärcher, hier haben wir doch. Lassen sich dreckige Maschinen, sind das gleich das erste. Platzierbare Objekte. Ach ja, Ja. da war ich schon drüber. Heizomat. Schon krasse Sachen hier. Bienenhaus, Gewächshaus, ganz übel Firma. Nein, was bringt uns das irgendwas? So, Geld mit fort. Bringt Honig. 16 Euro die Stunde, ein Bienenhaus. Und ein Bienenhaus kostet 20.000. Biene. Maja. Solaranlage. Macht Sinn. Mit der Kettensäge lassen sich Bäume fällen. Was brauchen wir? Ich will dann unbedingt so ein geiles Förderband haben. Das nächste Sinnvolle wäre doch, wenn wir uns sowas wie eine Strohballenmaschine kaufen, oder? Dass wir die Strohballen noch von unseren Feldern mal holen können. Und einen Ballen auf Sammelwagen. Ne, das kann. Ja. Ladewagen, oder? Was ist das? Es gibt für Runden und für Quaderballen gibt es den Ladewagen. Das Hier, billigste ist, glaube ich, rund. Ein Ladewagen sammelt Gras, Heu und Stroh ein. Das können wir nee, direkt verkaufen. Ne, Ballensammelwagen brauchst du. Ne, aber wenn wir keine Ballen pressen, sondern einfach nur das Zeug einsammeln und dann zum Silo machen oder verticken. Weißt du wie? Meinst jetzt Mais? Nee, wenn wir das Feld abernten, können wir dann mit einem Ladewagen hinterherfahren und der Ladewagen sammelt Gras, Heu oder Stroh ein. Er kann auch so. Mit Häckselgülle befüllt werden. So, meinst du, ja. Der sammelt das Zeug ja direkt vom Feld, ohne dass es gepresst wird. Okay. Und das können wir das verticken? Mal gucken. Gut, hier kann man Code verkaufen. Ne, das kannst du nur gepresst, du oder? Diesen kleinen Hänger, mit dem du Silageballen machen kannst. Du kannst die in Folie verpacken, gleich die Heuballen. Silageballen? Welches ist das denn für uns? Hier, Ballentechnik, oder? Das Geilste ist mit diesen Ladewagen, da kannst du halt schön die Ballen dann einsammeln und da kannst du dir sie schön übereinander hinstellen. Ja, aber da kippt dann hoch und kannst du schön hinstellen, das ist geil. Aber das Ding kostet 70.000. Du musst ja nicht den nehmen, du kannst ja vorne den für 39 nehmen, dann nimmst du halt Rundballen. Du musst ja keine Quaderballen nehmen. Ach, das Vorderding, das Ding, achso, na eben. Der erste Ursus ist für Rundballen und da hinten das ist für Quaderballen. Bei den Quaderballen kriegst du natürlich mehr drauf, aber bei den Ursus kriegst du glaube ich 8 Ballen drauf. Dazu hier für 58 die Rollbelt. Ja. 150. Okay. Na. No. Ich würde dann auch mal hier ein, zwei Tiere vielleicht kaufen, dass ein bisschen Gülle oder sowas schon mal kommt. Ja. Wie sammelt man die Gülle dann auf? Brauchen wir da schon einen Güllewagen dafür, oder? Ja, Güllefässer. Brauchst du eine Miststreuer oder halt Güllewagen? Wir brauchen einen Güllewagen. Güllefässer werden für die und Ertragssteigerung von Feldern genutzt. Und wo ist ja unser Güllefass dann? Drüben sind ja die scheiß Kühe. Ja. Gülle gibt es glaube ich nur beim Schwein. So rum oder so. Bei der Kuh gibt es Mist. Man muss ja dann immer mal frisches Stroh einstreuen. Ah ne, hier hinten ist das Gülle-Loch. Siehst du mich? Ja. Beides, Gülle und Mist, wie soll. Und hier hinten fährst du dann hin mit dem Güllefass und dann kannst du es aufladen. Du musst halt immer mal hier durchfahren und musst hier frisches Stroh einstreuen, damit du wieder ein bisschen mehr Mist kriegst und so. Ah, hier liegt die Scheiße. Okay. Der Güllefüllstand 0%. Null.
Einsteigen. Genau. No. Okay. Tiere, generelles. Mr. Milkrobot. Was, Milkroboter? Da steht hier drinnen. Milkrobot. Ach, na da. Was sei denn an dem Ding, die sich dran reiben? Geil. Ach, hier. Ah, Platte dran reiben, ja. Bist du weg, Junge? Ich lass mich jetzt schmecken. Dran das Euter, ja. Okay. Hier ist der Außen, das Außengelände. Totale Mischration, Gülle. Sobald die Kühe zu fressen bekommen, produzieren sie nicht nur Milch, sondern auch Gülle. Okay, Mist. Indem du Stroh einstreu in den Kuhstall verwendest, erzeugst du Mist. Aber wenn wir Stroh einstreu machen wollen, dann brauchen wir da erstmal irgendwas, was das Stroh clean macht, oder? Und verteilt. Ja, da gibt's extra so Einstreuer. Einstreuer. Düngerstreuer. Nee, Quatsch. Überladewagen? Was ist denn ein Überladewagen? Wagen, ah, der überlädt. Zwischenspeicher, okay. Miststreuer. Kann ich mit dem Miststreuer? Nee. Ladewagen. Kann ich mit dem Ladewagen das Zeug auch wieder abladen? Oder hinten rausfeuern? In den. Oder wie muss ich das verstehen? Was mit dem Ladewagen? Ne, ich brauche doch in. Ach ne, warte mal, Tiere. Ich brauche doch irgendwas, was. Ach hier, Einstreuer. Laden Strohballen, um den Boden des Kuhstalls mit Stroh zu bedecken. Futtermischwagen brauchen wir nicht. Oh, Tiertransportwagen, geil. Ein Futtermischwagen, aber ich habe doch hier. Der Silo King, geil. Michiletto. Also der Einstreuwagen, der kostet 25.000. Und da brauchst du immer quadratische Ballen. Scheiße. Aber zum Futter mischen, da kannst du auch Runde nehmen. Ja. Für Futter. Aber irgendwie müssen wir ja noch locker. Förderbandsystem. Ja, das machen wir dann, wenn wir Kartoffeln sind, sind scheiße. Kannst du auch eins auch für Sägespäne und einen möglichen anderen Scheiß nehmen, das Förderband. Wenn du einen Haufen hingeschüttet hast, da hängst du das Ding rein und dann. Ja, und dann Schiebeschild und sowas dazu. Das Schiebeschild, das brauchst du eigentlich nur für Silo. Na, oder eben Häckselgut hin und her schieben. Und wenn du das Silo machst, dann musst du ja, wenn die Silage drin ist, dann musst du ja erst drüber fahren, dass es verfestigt wird und dann machst du eine Plane. Silage. Okay. Frontlader. Alter, was hier alles gibt, ey. Na, wollen wir uns noch so einen Frontlader holen dann als nächstes für einen von unseren Traktor? Das macht ja am meisten Sinn dann. Der ist nicht so teuer. Christian? Ja, ja. Füllstand Häckselgut 0, Verdichten 0. Ach, das sind unsere Geräte, das sind ja die gelben Punkte. Was haben wir denn hier eigentlich noch?
Wasser. Achso, das sind die, okay. Wir haben ja hier eckige und runde Strohballen. Meine Madame ist gerade aus in Jena aus dem Kaufland raus. Ha. Oder vor einer halben Stunde hat sie die Schluss gehabt. Jetzt auf der Autobahn und da ist auf der Pier kurz hinter Jena Stau und Vollsperrung. Sehr Map. gut. Na gut, dann stelle ich den Traktor mal ab für heute. Bist du schon raus hier oder was? Ich bin schon abgehauen, ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Mal sehen. Dann wünsche ich doch allen einen schönen Feierabend und wir sehen uns dann beim nächsten Arbeitstag hier bei der LPG Sachsen-West. Und tschüss. Und tschüss, Junge.